Ein Fest besonders für große und kleine Jungs war der Tag der offenen Tür in der Straßenmeisterei des Landkreises in Bautzen am Samstag. Sie konnten ihr Geschick an verschiedenen Stationen, beispielsweise beim Kegelstapeln oder mit der Rüttelplatte, ausprobieren. Doch auch Besucherinnen kamen auf ihre Kosten, so bei der Fahrt in luftige Höhe mit dem Hubsteiger oder beim Mitfahren mit dem Schneepflug. Der Tag der offenen Tür bildete einen Bestandteil der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Landkreises Bautzen. Dieser verfügt über 6 Straßenmeistereien, die sich um knapp 1000 Kilometer Straße kümmern. Neben der Instandhaltung sind die Mitarbeiter auch für die Baumpflege am Straßenrand und für den Winterdienst verantwortlich.